Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Angelika Pauf und ich freue mich riesig, dass du auf meinem YouTube-Kanal gelandet bist. In diesem Video werde ich etwas über mich erzählen, woher der Begriff Power Yoga kommt und was du in den nächsten Wochen und Monaten von mir erwarten darfst. Ich bin seit 35 Jahren im Gesundheits- und Fitnessbereich tätig und da kannst du dir sicherlich vorstellen, dass eine ganze Reihe an Ausbildungen, Erfahrungen und Erkenntnissen zusammengekommen sind. Und die möchte ich hier mit dir teilen. Ich bin zertifizierte Yogalehrerin, Personal Trainerin und Beraterin der positiven Psychologie. Wie ist es zu dem Begriff Power Yoga gekommen? Erstens steht es für meinen Nachnamen und zweitens hängt es mit meinem Konzept zusammen, das ich in den letzten Jahren so entwickelt habe. Mir liegt am Herzen, ein Yoga anzubieten, das funktionell ist, das für jeden geeignet ist, egal wie alt oder wie fit, und dass diese Übungen Positives bewirken, sowohl auf der körperlichen als auch auf der seelischen und geistigen Ebene. Ich finde es unglaublich spannend, dieses uralte Wissen, das in den östlichen Philosophien beheimatet ist, mit der modernen Wissenschaft, der Anatomie, Trainingslehre und auch mit der positiven Psychologie zu verbinden. Deshalb wirst du in meinen Videos auch immer mal wieder Übungen finden, die keine reinen Yoga-Übungen sind, weil ich es schade finde, Übungen, die wirkungsvoll sind, die so richtig etwas bringen, nicht in meinen Unterricht einfließen zu lassen, nur weil sie keine reinen Yoga-Übungen sind. Und du wirst auch immer mal wieder Inspirationen in meinen Videos entdecken aus der positiven Psychologie, die zum Wohlbefinden und auch für ein erfülltes Leben beitragen. Ich glaube, dass wir in dieser unsicheren und sich rasant veränderten Welt alle nach etwas Wesentlichem suchen. Wir suchen nach Halt und auch nach Ruhe. Und das gelingt meiner Meinung nach beim Yoga am besten. Yoga habe ich schon mit 18 Jahren begonnen, weil ich bis dato eine ziemlich krankheitsanfällige Maus war. Als kleines Mädchen, ich war mal gerade 6 Jahre alt, lag ich 10 Wochen im Krankenhaus wegen einem Blinddarmdurchbruch. Die Narbe wollte einfach nicht heilen. Und solange von zu Hause und von meinen Eltern und Geschwistern getrennt zu sein, war für mich psychisch und körperlich eine Katastrophe. Es hat dann sehr lange gedauert, bis ich mich von diesem Schreckensszenario erholt habe. Danach war ich noch anfälliger. Ich musste nur den Kühlschrank aufmachen, dann war ich schon wieder erkältet. Meine Mama hat mit mir sämtliche Heilpraktiker und Ärzte abgeklappert. Schließlich habe ich mit ihr Yoga begonnen. Das habe ich dann sehr ernst genommen. Ich habe viel geübt, meditiert, mich yogisch ernährt, das heißt kein Fleisch, kein Zucker, viel Obst und Gemüse. Und das hat mir so richtig, richtig gut getan. Meine Mama war sehr spirituell und ich bin ihr sehr dankbar, dass ich so viel von ihr lernen durfte. Dank ihr habe ich schon früh erkannt, dass Yoga viel mehr ist als nur körperliche Ertüchtigung. Es ist eine innere Haltung, die wir einnehmen und die uns über die Yogamatte hinaus begleitet und uns Halt und Kraft gibt. Ich wollte dann alles über diese östliche Philosophie lernen, habe verschiedene Ausbildungen gemacht und durfte somit viele unterschiedliche Yoga-Stile kennenlernen. Um die spirituellen Hintergründe zu erfahren und zu verstehen, habe ich mich wochenlang in einen Ashram zurückgezogen. Heute nehme ich Menschen mit auf die Reise in die wunderbare Welt des Yoga. Ich möchte dich inspirieren, dass du dir regelmäßig Auszeiten gönnst, etwas für deinen Körper tust, eins wirst mit deinem Körper, wieder in die Kraft kommst und daraus wieder praktisch dich besser den Herausforderungen des Lebens widmen kannst. Wir leben in einer stressgeplagten Welt, in der wir oftmals unsere Muskeln verspannen. Wir es dann schaffen, diese muskulären Verspannungen aufzulösen durch gezielte Übungen oder bewusstes Atmen, dann löst sich vieles. Der Druck schwindet, dieses Gefühl des ewigen Getriebenseins und auch die Zweifel, nicht gut genug zu sein, lösen sich auf. Du findest wieder zu dir selbst, zu deinem Kern,
kannst deine Akkus aufladen und mit dieser neu gewonnenen Energie kannst du dich dann jeden Tag dem Leben wieder neu widmen. Wenn du regelmäßig Yoga übst, wirst du schon bald einen spürbaren Unterschied wahrnehmen. Du wirst dich besser konzentrieren können, deine Rückenmuskulatur wird kräftiger und beweglicher, du wirst besser schlafen können und last but not least, die Alterungsprozesse verlangsamen sich, um nur ein paar Vorteile zu nennen. Du kannst dich auf viele unterschiedliche Yoga-Sequenzen freuen. Wichtig ist, dass du dran bleibst und dass es dir Freude und Spaß bereitet, das, was du tust. Ich möchte dich inspirieren und ich möchte mich auch von dir inspirieren lassen, von deinen Feedbacks und von deinen Kommentaren. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns auf Facebook oder Instagram verbinden. Und ich freue mich auch über deine Fragen oder Wünsche. Lass es mich wissen, schreib mir bitte. Und wenn dir meine Videos gefallen, freue ich mich natürlich auch, wenn du sie an deine Freunde, Bekannte oder deine Familie weiterempfehlst. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, viel Freude und Spaß und gutes Gelingen bei dem, was du tust. Mach's gut, bleib gesund und hoffentlich bis bald. Ciao, ciao.